Es waren einmal zwei Einhörner, Pinky und Rainbow. Sie gingen an einem Sonntagnachmittag am Loch Ness spazieren. Pinky hatte Durst und trank aus dem See. Achtung, da ist Nessie. Hä? Wer ist Nessie? Ich bin Nessie. Rainbow schrie auf und erstarrte, während Pinky weiter mit dem Monster plauderte. Pinky, geh da weg. Das Monster ist bestimmt gefährlich. Ich bin kein Monster und gefährlich bin ich erst recht nicht. Rainbow ging vorsichtig zu den Beinen und hörte zu, was Nessie erzählte. Es erzählte viel über die britischen Inseln, über Schottland und Loch Ness. Der Loch Ness hat eine Fläche von 56 Quadratkilometer. Er ist 37 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit. Der See hat ein Volumen von 7,4 Kubikmeter und die größte Tiefe beträgt 230 Meter, aber die mittlere Tiefe beträgt 132 Meter. Der Loch Ness ist der wasserreichste See der britischen Inseln. Im See leben unter anderem Lachse, Aale, Elritzen, Forellen, Hechte und Stichlinge. Der Loch Ness liegt in Großbritannien. Die britischen Inseln bestehen aus etwa 900 kleineren Inseln und Inselgruppen. Das Klima ist maritim, also vom Meer beeinflusst. Großbritannien mit Loch Ness liegt in der gemäßigten Klimazone und es regnet viel, dadurch ist es sehr feucht. Die Insel legt sich zusammen aus Wales, England, Schottland. Das war sehr spannend, aber sieh nur, es wird schon dunkel und wir müssen nach Hause. Wir kommen dich bald besuchen. Die Einhörner gingen nach Hause und am nächsten Tag besuchten sie das freundliche Seemonster.